Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zu einer kleinen Sportschau von Blood Bowl 2 und der YouTuberliga ATL mit mir, dem Mr. Merp. Der erste Spieltag ist vorbei und ja, wir haben Ergebnisse. Die Warpzone Mutant Ninja Rats haben 2:1 gegen die Raikirs Raufbolde gewonnen. Darüber hinaus kam es zu einem Remis zwischen den 2015er Bierkrug Guardians und den Verteidiger Ultuans. Tracy Stark Order unterlag den finsteren Schergen mit 0:2 und der Wildcard-Gewinner mit seinen Lardidardi Lumberjacks konnte sich gegen ja, Myratax mit seinen Krokotastisch-Echsen 2:1 durchsetzen. Das führt zu einer folgenden Verteilung auf der Tabelle. Auf Platz 1 führen nach dem ersten Spieltag die Skaven von Grundkurs Gaming. Der Lardidardi Lumberjack Wildcard-Gewinner, Alashondra, ist auf Platz 2. Danach kommt Fincredible, also der gute Finn mit seinen finsteren Schergen auf Platz 3, gefolgt von den Zwergen von Ugrutz und danach, ja, punktgleich mit Mr. Merp und den Verteidigern Ultuans. Raikirs Raufbolge belegten Platz 6 und unten im Keller der Tabelle auf Platz 1, aber das hat noch überhaupt nichts zu sagen, da noch weitere 6 Spiele ausstehen, finden wir Myratax Krokotastisch und auf Platz 8 Tracinas Dark Order. Und damit bestätigen wir die aktuelle Runde und können damit den zweiten Spieltag freischalten. Und dann können wir auch gleich sehen, was die zweite Paarung sein wird. Das zweite Spiel, das die Verteidiger Ultuans und die Warpzone Mutant Ninja Rats führen müssen, ja, führt sie direkt zueinander. Darüber hinaus müssen die finsteren Schergen gegen Raikirs Raufbolde antreten und Krokotastisch wird auf die Zwerge von den 2015er Bierkrug Guardians treffen. Die Lardidardi Lumberjacks werden auf Tracy's Dark Order treffen. Also haben wir zum allerersten Mal ein Elfen-auf-Elfen-Action-Spiel. Darüber hinaus kommt es zu einem ordentlichen Prügelspiel zwischen den finsteren Schergen der Chaos-Mannschaft und den Raikirs Raufbolden. Und dasselbe gilt auch für ja die Echsenmenschen von Krokotastisch und den 2015er Bierkrug Guardians. Es wird ein großes Wettrennen geben zwischen den Hochelfen und den ja Ratten von Grundkurs Gaming. Und ja, damit kann ich euch eigentlich ja nur noch in den zweiten Spieltag schicken und euch darüber informieren, dass sämtliche Spiele, ihr hoffentlich schon gesehen habt, unten in der Beschreibung dieses Videos und auf meiner Webseite www.mrmerp.de finden könnt, und zwar im Blogbereich meiner Website. Und ja, einfach nur, damit ihr für die Zukunft regelmäßig nachschauen könnt, wo ihr die Ergebnisse dieser Liga findet. Ich bin gespannt, was der zweite Spieltag bringen wird. Es gab ja einiges an Zufallselementen, die sehr, sehr unerwartete Spielergebnisse gebracht haben. Aber das ist nun mal Blood Bowl und ja, Blood Bowl wird immer so bleiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr bleibt weiter am Ball und ich hoffe, unsere Spieler ebenso. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.